Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. So, und wir sind ja gerade noch am Umbau, das heißt, ich reiß die hier auch noch mal eben weg. Ja, und dann gucken wir mal, wenn wir das noch haben, müssen wir heute ein bisschen wegreißen noch. Ach, das ist auch noch doppelt, ne? Naja. Für den besseren Schutz macht man alles. Bringt das was, wenn ich nochmal mir einen Kaffee nochmal hinter die Binde drücke? Ja. Irgendwie hatte ich auch eine Idee mit irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ah, doch. Der da hängt. Den Schredder. Den müssen wir auch noch ein weiter nach hinten setzen. Weil. Obwohl, geht ja jetzt auch. Na, dass ich das hier doppelt gemacht habe. Doppelt gemoppelt. Müssen wir mal gucken. Ich würde nämlich die Gitter alle doppelt machen, weil dann geht erst die erste Schicht kaputt. Also ich würde die von außen noch mal gegensetzen wollen. Dann haben wir natürlich immer diesen Balken hier, also diesen Kasten verbaut. Und dann könnte es sein, dass der das nicht mag. Dann müssen wir den anderen hinten setzen. Aber dann ist dem so. Kann ich mit leben. Eigentlich ganz gut. So, sorry, ich muss mir mal so ein Bonbon für den Hals reinpfeifen. Zwei Stück noch. 10.000 Schaden also. Oder meine Stahlspitzhacke in besser. Das wäre nochmal geil. Vor allem, wir müssen gleich noch so viel Beton wegnehmen. Ich könnte damit natürlich mal gucken, ob wir das mit dem Bohrer machen. Den ich jetzt wieder drüben gelassen habe. Schlauerweise. So ist das manchmal. Wichtig ist natürlich auch erstmal, dass wir allgemein das hier einmal neu haben. Nee, warte. Das. Ups, können wir ja besser. So. Ah nee, wir sind ja noch gar nicht fertig. Ha. Hier, Johnny Beton muss auch noch weg. Ja. Und sonst so? Ah ja. Also wie gesagt, irgendwann will ich das, was wir jetzt hier unten haben, noch höher bauen, damit die Zombies tiefer fallen. Weil soweit ich jetzt gehört habe, die sterben zwar nicht mehr, aber etwas Fallschaden gibt es schon. Und es geht nicht nur um den Fallschaden, es geht ja auch, wenn sie denn so weit kommen,
Also bis nach vorne. Und fallen dann vielleicht auch irgendwann runter. Das ist ja auch so ein bisschen Zeitgewinnung. Ne? Dass wenn die, wenn da 20 Mann kommen und die knallen alle runter, dass sie sich erstmal wieder den Weg suchen müssen, um nach oben zu kommen. Hat ein bisschen was auch mit Zeitgewinnung zu tun. Ja. Dementsprechend alles gut, ne? So, dann können wir auch gleich nochmal kurz. Ich glaube, ich versuch's gleich mal mit dem Bohrer. Können wir mal die Tante besuchen. Weil die hat ja neuen Stuff. So, und den würde ich dann auch hier stehen lassen. Den betoniere ich ja irgendwann mit ein. So ein, zwei, also ich weiß es noch nicht. Ich will das, was ich jetzt hier habe, wie gesagt, höher bauen. Alles. Erstmal vielleicht, solange es funktioniert, weiter höher. Aber solange das hier funktioniert, können wir dann ganz in Ruhe bauen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Wir können das ganz in Ruhe machen. Das Ding ist auch, deswegen ist die Kiste auch so ätzend. Obwohl, wir können ja hier trotzdem weiter wohnen. Und machen dann hier einfach zwei Mauern dick. Irgendwie so. Ich weiß das noch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Also wir sollten vielleicht zwischendurch nochmal verkabeln auch, dass wir das nicht vergessen. Sowas kann ich ja auch ganz gut. Also, erstmal. Der muss hier wieder rüber verkabelt werden. Und der oder der. Eigentlich könnten wir jetzt auch gut den nehmen. Dann hole ich mal den Bohrer, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, den habe ich drüben. Ja. Wenn wir den Bohrer dann mit drüben haben. So. Erstmal hier mit rein. Ihr seid durch. Der auch. Blöde ist halt, ich habe davon nicht mehr so viel. Mal gucken. Noch ein bisschen was hab ich hier, guck mal. An Steine. Und dann machen wir eben nochmal. Wie heißen das? Pflastersteine, ne? Es wird nicht viel sein. Aber wir machen ein bisschen was. So. Das kann wieder zurück. Falsch. Ich wollte sagen, hä? So, nehmen wir die Nummer mit raus und die auch. Das kann dann mittlerweile alles weg. Skillen. Skillen. Unbedingt. Moment. Futtern wir mal eben. Futtern wir auch alles weg. Viel Essen gibt es ja nicht. Schmelzen ist gleich. Eisen ist auch noch nicht ganz draußen.
Aber wenigstens schon mal ein bisschen. Genau. Hier war erstmal nichts mehr. Nein. Jetzt brauchen wir, ne? Ja, jetzt brauchen wir. Einmal kurz shoppen. Auf jeden Fall bei ihr. So, das brauchen wir. Habe ich den Bohrer jetzt eingesteckt? Ja. Und das Geld. Ich wollte sagen, irgendwas brauchen wir noch. Das war doch nicht alles. We've got the best prices in the wasteland. Ah, okay, das geht jetzt viel schneller. Da noch mal kleiner Eisenvorschlaghammer brauchen wir nicht, Bewegungssensor brauchen wir nicht, SWAT-Helm, High Noon, Schweizer Knie, durch Löcher mit diesem fortgeschrittenen Trick die Knie deiner Gegner wie Schweizer Käse, jeder aufeinander und Schuss für die Beine des Gegners zu lähmen. Oh nein, ich bin so doof. Glücklicher Sammler. Duke, wenn du weißt, und Schmutz, kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr in Dukes Beutel. Mhm. Maschinengewehr. Bauplan MP. Tup. Nimm ich. Ich mache aber gleich erstmal nochmal. Ne? So, Sofa, Sofa. Eisen haben wir. Schmied. Naja gut, jetzt haben wir uns eine gebaut. Es spart ja auch Ressourcen und so, ne? Ja, die irre Soße. Dose Lachs und so, ne, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Hier ist nix. Ich nehme die Soße jetzt trotzdem wegen dem Preis gleich nochmal. Schrotflintendrosselmod. Bauplan Nagelpistole, ich glaube, da haben wir. Ja, Bauplan fortgeschrittener Blasebalg. Oh, den können wir auch nochmal kaufen. Gefütterte Stiefel. Schrotflintenteile. Nee, okay, gut, warte, Moment. I hope you come back and see me sometime. Ja, ich komme gleich back. Ich will das nur nochmal nutzen hier. So, wo war das da? Dann würde ich gerne einmal den mitnehmen. Ja. Kaufen. Und hier Bauplan Schrotflinten Entenschnabelmod. Ne, High Noon. Ne, High Noon hatte ich schon, ne? Yep. Hätte ich fast nochmal gekauft. Bauplan MP5. Ja. Ich glaube, ja. Ja. Thanks for the business. Nehmen wir mal mit. Stay safe out there. Ew. Ich düse jetzt heute, aber nicht nochmal. Zu den anderen Johnnies da. So. Ja. Haben wir doch wieder gut was gelernt hier. Wow. So, jetzt wird's laut, ne? Also denke ich... Oh, das darf ich hier nicht wegnehmen. Aber ist es ja auch nicht. Okay. Ich probiere es mal, wie gut ich das damit wegkriege. Gar nicht gut, weil ich keinen Benzeng habe.
sehr wenig Benzin. Scheiße. Ich glaube, hier hatte ich auch nicht mehr so viel, ne? Ich weiß nicht, ist es mir das wert? Ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen Ölschiefer. Nee, ist es mir nicht wert. Ich habe kaum noch Benzin. Ich hatte mal so viel, ne? Dann müssen wir kloppen. Nützt alles nichts. Wir müssen kloppen. Ätzend. Mich hier sonst auf der Map irgendwo... Ölschiefer. Die Frage ist ja, wie sieht Ölschiefer aus? Da habe ich Öl gesagt. So ein bisschen rosa oder sowas, ne? Habe ich sowas hier? Manchmal kann man ja Glück haben. Das braune Eisen. Ne, muss ich echt? Doch da, das könnte es sein, oder? Bisschen groß. Der Fleck. Ich gehe nochmal eben hin. Hier wird hier Öl. Es ist halt schwierig. Das ist Öl. So bläulich. Da ist was. Aber nichts in der Nähe. Doch da. Da auch. Hier, das könnte Ölschiefer sein. Da bei dem Eisen. Muss ich dann einmal gucken. Gut. Das wird lustig. Nicht. Ja, wie gesagt. Alles, was wir hier bauen. Irgendwann weiter nach oben bringen. Aber dann vielleicht sogar noch extremer. Weil dadurch, dass das hier alles nur hoch wächst, geht der Gang weiter raus. Also was ich damit meine ist, das wird einfach nur höher. Und die Treppe fängt dann ja irgendwo hier an und geht viel weiter runter. Aber die könnten wir dann auch noch verlängern, den Weg. Und dann könnten wir die da noch ein bisschen mehr... penetrieren, die Zombies. Das ist auf jeden Fall so eine der Ideen, die ich habe. Wie gut das klappt, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir dann ja sehen. Und ich habe auch schon Ideen, da sind ja noch, es gibt ja noch Dart Traps, glaube ich. Ups, habe ich schon durchgehauen. Und die Dart Traps. Wollte ich halt auch nochmal so irgendwo hier mit einbauen. Als Beispiel hier. Ne? Wir stehen hier.
Da ist dann eine Platte, wo die ausgelöst werden. Die Dart-Traps sind dann irgendwo da. Und ballern dann auf die. Dann müssen wir sie natürlich auch nochmal stoppen lassen, indem da nochmal ein Stromzaun ist. Ja. So, wann haben wir eigentlich das nächste Mal Blutmond? Wir haben ihn gerade hinter uns, ne? Tag. Irgendwas? Wann waren das? 49, ne? Kommt das hin? 49? Höchstwahrscheinlich ja, ne? Ja, ich denke schon. Das kommt hin. Noch weg. Weil ich bin ganz stark der Meinung, dass ich den anderen anders machen muss. Aber das können wir gleich mal ausprobieren. Wenn wir den hier weg haben, probiere ich das mal eben aus. So. Den davor. Bis jetzt scheint es nur alles zu gehen. Ja, aber hier nicht. Genau. Da geht's nicht. Und das würde ich halt trotzdem schon gern machen. Und dafür müssen wir ihn versetzen. Okay. Ja. Dann machen wir das. So und so. Nehmen wir den einmal auf. Und versetzen den gleich schon mal, damit ich das hab. Und nicht wieder vergesse. Das ist auch sowas kann ich ja gut. Dann gehen wir nochmal wieder auf die. Jetzt kann ich es nicht vergessen. Gut. Dann hole ich mir den einmal da, klatschen wir den da wieder ran. Genau, ein nach vorne geht nicht. Der muss dann so hängen. Und, ja, geil. Dann würde ich sagen, oh, bevor ich das wieder vergesse, ich auch schon die ganze Zeit, Stärke, weil das durch und danach machen wir den anderen Kram. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Bodybuilder. Denn jetzt können wir einen Punkt und den auch. Gut, dann können wir jetzt die Hauptader machen. Das Ding ist natürlich auch, ich glaube, mit Attribut Stärke, Kopfschussbonus, ne? Mit Schrotflinten und so. Schädelbrecher, das könnten wir auch noch weitermachen. Aber wir könnten noch so viel geilen Shit machen. Gut. Wir müssen leider wieder abreißen, ne? Ja. Aber das, was ihr jetzt eben gesehen habt, will ich halt da. Oder jetzt hier über mir. Genau, da so. Mit den Gittern natürlich auch noch machen. Doppelt von außen und hinter mir natürlich auch. Da machen wir das auch noch. Und dann haben wir noch mal mehr Schutz. Und dann machen wir die von außen vielleicht auch irgendwann aus Stahl. Obwohl ich mir da überlege, dass
das erst oben zu machen, wo wir ganz genüsslich bauen, wo die Zombies ja auch nicht hinkommen. Blutmond machen wir weiter unten. Also es ist im Endeffekt eine Blutmond-Base, die wir weiter nach oben verlegen, wo wir in Ruhe bauen können, weil noch haben wir ja echt Glück bei den Blutmonden. Die kommen ja kaum bis vorne ran. Und wenn sie erstmal vorne rankommen, haben wir ja auch noch ein, zwei Blutmonde locker Zeit, bis es vielleicht irgendwann zu viel wird und ich mehr bauen muss. Und größer bauen muss. Keine Ahnung. Mehr Fallen und so. Aber wir haben, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit. Und das ist die Hauptsache. So, den noch mit weg. Ja, Zeit. Zeit ist, das ist das Ding bei dieser Base. Wie gesagt, eigentlich mal gedacht als, ich knüppel die alle mit dem Knüppel. Haben wir das ganz schnell verworfen, ne?